Herzlich willkommen zu meinem ersten Videoguide. In diesem Videoguide möchte ich euch kurzerhand den zeitverlorenen Protodrachen präsentieren. Ich erkläre euch ganz kurz nochmal Fakten und Theorien, sprich Spawnpunkte, Routen, Spawnzeiten, wobei das schon unter Theorie fällt, sowie gewisse Systeme, meine eigene Flugroute und mein eigenes System, was ich besitze. Zur Info, ich, Lemmy, habe Virgosa schon über 100 Mal gekillt, auf jeden Fall. Und einen Poto schon 20 Mal gefunden, 15 Mal lebend, also sprich auch in Fight teilweise, und 5 Mal tot. Und dabei habe ich ihn 5-mal auf jeden Fall erfolgreich verkauft. Die Preise sind immer gestiegen, von 5000 Gold, 10.000, 15.000 bis zu 100.000 Gold. Zum Beispiel Apexia hat mir 100.000 Gold für diesen Drachen bezahlt. Er war sozusagen ein Kunde. So, nun mal zu dieser Position. Es ist meine Start- und Endposition für meine eigene Route, die so ausschaut. Zu dieser Route werde ich gleich eingehen. Nur zu guter Letzt zu den Basics, Spawnpunkte. Diese vier gibt es, nicht mehr oder weniger. Dementsprechend gibt es vier Routen, die so ausschauen. Drei davon sind entgegengesetzt im Uhrzeigersinn und eine im Uhrzeigersinn. Dies betrifft die Flugrichtung des Drachen. Und deshalb ist meine Route darauf ausgelegt, entgegengesetzte Flugrichtung des Drachens zu fliegen, beziehungsweise ihn einzuholen, da der Drache eine langsame Geschwindigkeit hat. Also beide Drachen, Virgosa und der Zeitverlorene. Die einzige Flugroute, die im Uhrzeigersinn ist, die südlich von Valkyrium bzw. nördlich von der Eisfestung, nämlich diese hier. Und natürlich habe ich etwas auch kreiert für die Leute, die nicht rumfliegen möchten, eine gewisse Camp-Position. Die Camp-Position schaut so aus, da man zwei Spawnpunkte in Reichweite hat und es doch noch in Reichweite der Brunhilda und der Uldua Route liegt. Also falls der Drache bei Brunhilda spawnt oder Uldua, würde er in Reichweite gelangen, wenn er vorher nicht getötet wird. Was ist das für die Camper? Nun lege ich kurz meine Route ab. Anhand dieser seht ihr, wie sie abläuft. Und nebenher zeige ich euch die Spawn Points. Und erkläre euch natürlich, was ich für Theorien habe. So, hier oben ist der erste Spawn Point. Das ist der einzige Spawn Point für die Route, die wo im Uhrzeigersinn verläuft. Dann zu meiner Rechten haben wir gleich den nächsten Spawnpoint, nämlich hier auf dieser Höhe. So, und weiterhin geht es entgegengesetzte Flugrichtung des Drachen. Da dies ein bisschen dauert, sage ich euch, ich las damals 6 bis 24 Stunden Respawn Time und ich fand an jedem Tag mindestens eine Virgosa. Mindestens. Und die meisten davon durch meine Hand gekillt. Sprich, erfolgreich gefunden, erfolgreich getötet. Nur es ist sehr anstrengend. Hier drüben der dritte Spawnpoint. Nun geht es wieder zurück. Es
geht aus diesem Grund zurück, denn die Zeit, wo wir in Brunhilda waren, könnte er hier gespawnt sein und würde jetzt hier schon entlang fliegen. Aber wie gesagt, die Drachen sind sehr langsam, deshalb würden wir ihn einholen. Das betrifft auch da oben, wenn er hier spawnt. Denn anhand meiner Route fliegen wir wieder darauf und da würden wir ihn einholen. Entschuldigung. Diese Route fliege ich 20 bis 25 Minuten lang, da die Leichen 30 Minuten lang da liegen. Außer wird größer, wenn sie vorher gekürschnert wird, dann ist sie futsch. Der Poto ist nicht kürschnerbar. So, bin ich diese Route 20 bis 25 Minuten geflogen. Abhängig davon, wo man sich im Moment auf der Route befindet, fliege ich einmal nach Uldur. Wieder entgegengesetzter Flugrichtung. Das so kurz wie möglich. Es gibt eben die Theorie auch 3 bis 72 Stunden und. Aber wichtig ist, macht für euch selber eine eigene Zeit aus. Ich rate euch 6 bis 24 Stunden, da ich mit diesem System recht erfolgreich bin, beziehungsweise war, weil ich ja ihn nicht mehr farme. Aber wie gesagt, die Drachen sind random. Entweder spawnt wieder großer oder der Protodrache. Dass die Spawnrate für den Protodrachen erhöht wird, pro wäre großer Kill, pro wäre großer Tötung, ist auch noch eine Theorie. Hier ist das Spawnpoint für Uldur, für die Uldurer Route. Wieder zurück. Aus dem Grund so zurück, denn was er hier spawnt in der Zeit, dann würden wir hier entgegenfliegen. Natürlich könnte er hier spawnen und da schon entlang fliegen oder da. Aber es gibt kein System, das zu 100% funktioniert, außer man hat 4 Accounts. Dann schon. Der Vorteil mit 2 Accounts ist auf jeden Fall, man kann da oben einen abstellen bei Uldur und unten einfach das Zeug abfliegen, die 3 Spawnpunkte. Bei dem System 6 bis 24 Stunden ist noch zu sagen, das war Hardcore Farming, das ich betrieben habe und ich suchte den Drachen. Fand ihn tot oder. Also, falls ich ihn tot fand, rechnete ich zurück, wann er Kill war. Schrieb dies auf. Anhand von der Leiche kann man zu 80% auch sagen, zu welcher Route es gehört. Natürlich, da wo es sich kreuzt, da unten, ist natürlich. Ist es natürlich echt doof. Oder da. Oder da. Aber ansonsten kann man es zuordnen. Ich ging nach dem System vor. Ich schrieb die Zeit auf, wann der Kill war. Und die Zeit. Und welcher Spawnpunkt es war. Welche Route. Somit hatte ich das System. Uldur Spawnpoint war schon länger her, also vermutete ich, da wird der nächste Spawn sein. Und hatte mit diesem System sehr guten Erfolg. Man sieht sehr selten, dass einer der Drachen am selben Spawnpoint wieder spawnt. Sprich, der letzte Spawn war bei Brunhilda und schon wieder spawnt er bei Brunhilda. Einer der beiden Drachen. Es kann vorkommen, aber sehr selten. Aber wie gesagt, es kann auch völlig random sein. Es ist nur eine Theorie.
wobei ich diese Theorie sehr befürworte. So. Ich hoffe, ich konnte euch in irgendeiner Hinsicht helfen. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, etc. Ich bin für alles offen. Schickt einfach eine Message an mich. Liked gern das Video, abonniert mich, wie ihr wollt. Und danke für eure Aufmerksamkeit. See you soon.